Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur heutigen Feststunde. Heute feiern wir das 25-jährige Jubiläum, den 25. Geburtstag unserer Landesverfassung. Auf den Tag genau vor 25 Jahren trat die bis dahin vorläufige Verfassung nun am 15. November 1994 rechtsverbindlich für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Ein ganz besonderes Ereignis, zu dem ich zunächst Sie, sehr geehrte Damen und Herren Fraktionsvorsitzende und die Abgeordneten als Vertreterinnen und Vertreter der Legislative, der sogenannten ersten Gewalt, ganz besonders begrüßen darf. Ich begrüße ebenfalls Sie, Frau Ministerpräsidentin Schwesig, sowie die anwesenden Damen und Herren Minister, Ministerinnen als Vertreter der Exekutive und gestatten Sie mir, dass ich das jetzt so sagen darf, der sogenannten zweiten Gewalt. Und ich begrüße ganz herzlich den stellvertretenden Präsidenten des Landesverfassungsgerichts, Herrn Sven Nickels, sowie weitere Mitglieder des Landesverfassungsgerichts als Vertreter der Judikative. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr darüber, dass mit Herrn Rainer Prachtl und Herrn Hinrich Küssner zwei ehemalige Landtagspräsidenten an der heutigen Festveranstaltung teilnehmen. Herzlich willkommen an Sie. Und selbstverständlich begrüße ich ebenso die ehemaligen Vizepräsidentin Herrn Andreas Blum, Herrn Hans Kreher und Frau Regine Lück. Ihre Anwesenheit ehrt uns sehr und bringt Ihre anhaltende Verbundenheit mit unserem Parlament, mit dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zum Ausdruck. Herrn Rainer Prachtl darf ich an dieser Stelle, gestatten Sie mir das, gesondert hervorheben. Sehr geehrter Herr Prachtl, Sie waren seinerzeit Vorsitzender der Kommission zur Erarbeitung einer Landesverfassung. In einem etwas über zwei Jahre andauernden Prozess haben Sie gemeinsam mit den Mitgliedern der Verfassungskommission einen Verfassungsentwurf erarbeitet, der mit dem Zusammentritt des neu gewählten Landtages der zweiten Wahlperiode am 15. November 1994 endgültig in Kraft trat. Dazu aber später mehr. Und ich freue mich sehr, dass einige der damaligen Mitglieder der Verfassungskommission anwesend sind und begrüße sie ebenfalls auf das Herzlichste. Ich freue mich aber auch sehr, dass die Vizepräsidentin des Landtages Brandenburg, Frau Barbara Richtstein, dass Sie heute hier sind und wir Sie begrüßen dürfen. Ihre Anwesenheit ist Ausdruck gelebter guter Nachbarschaft unserer Bundesländer. Herzlich willkommen. Neben vielen weiteren Gästen, die ich leider, und da bitte ich einfach auch um Nachsicht, nicht alle einzeln begrüßen kann, freue ich mich aber, und das ist etwas Besonderes, was Sie heute erleben dürfen, dass wir eine Besuchergruppe aus Ribnitz-Damgarten hier haben. Zur rechten Seite herzlich willkommen, schön, dass Sie heute bei uns sind. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben es vielleicht gesehen, wer hinter mir sitzt. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, heute die langjährige Präsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Professor Rita Süssmuth, bei uns zu Gast zu haben. Sie, liebe Frau Professor Süssmuth, waren von 1988 bis 1998 Präsidentin des Deutschen Bundestages und damit Präsidentin in einer Zeit voller Umbrüche und Aufbrüche. Sie wurden erstmalig in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn zur Präsidentin gewählt, als Deutschland noch zweigeteilt war. Sie erlebten und gestalteten dann die staatlichen Veränderungen, die ausgelöst worden waren durch diejenigen mutigen Menschen, die die friedliche Revolution in der DDR getragen haben. In ihrer Amtszeit fallen die Geburtsstunden aller Landesverfassungen der neuen Bundesländer. Sehr geehrte Frau Professor Süssmuth, ich danke Ihnen im Namen von uns allen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Das ist eine große Ehre von uns. Vielen herzlichen Dank.
Auch wenn heute das 25-jährige Jubiläum unserer Landesverfassung im Mittelpunkt der heutigen Feststunde steht, möchte ich hervorheben, dass dieses Jubiläum bereits das dritte für uns bedeutsame Verfassungsjubiläum in diesem Jahr darstellt. Erinnern möchte ich zunächst an den für die Geschichte der Demokratie unserer Region bedeutsamen 29. Januar dieses Jahres. An diesem Tag jährte sich zum 100. Mal die Verabschiedung des Landesgrundgesetzes von Mecklenburg-Strelitz. Dieses Ereignis ist allerdings nicht nur für unser Bundesland von großer Bedeutung, denn bei der Verfassung des damaligen Landes Mecklenburg-Strelitz handelt es sich um die erste in Deutschland in Kraft getretene demokratische Verfassung. Und dass in Mecklenburg, jenem Landstrich in Deutschland, dem zu jener Zeit der Ruf anhaftete, dort geschehe vieles deutlich später als anderswo. Viele der im Landesgrundgesetz von Mecklenburg-Strelitz festgeschriebenen Errungenschaften, etwa, und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, das Frauenwahlrecht und das Prinzip der allgemeinen, gleichen, unmittelbaren und geheimen Landtagswahl, waren sehr fortschrittlich und finden sich heute selbstverständlich auch in unserer Verfassung. Ein weiteres in direkter Verbindung zu unserer Landesverfassung stehendes Ereignis jährte sich am 23. Mai zum 70. Mal, die Verkündung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, das mit Ablauf des 23. Mai 1949 in Kraft trat. Unser Grundgesetz, eine Verfassung, deren Geltungsbereich für viele Menschen in der DDR für 40 Jahre unerreichbar schien. So lange, bis die Menschen auf die Straßen gingen und Reformen einforderten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir an dieser Stelle ein paar persönliche Worte auch zu sagen zu unserem Grundgesetz. Ich finde, der Artikel 1 unseres Grundgesetzes drückt das aus, was aktueller nicht sein könnte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber, und das möchte ich auch betonen, dankbar schauen wir in diesen Tagen zurück auf die friedliche Revolution in der ehemaligen DDR. Dankbar bin ich für den Mut all jener, die 1989 ohne jegliche Gewalt die Öffnung der Mauer erzwangen. Der Mut derjenigen, die seinerzeit gewaltfrei demonstrierten, ist in der jüngeren deutschen Geschichte beispiellos. Es waren bekannte und unbekannte lokale und überregionale Persönlichkeiten, die zum Gelingen der friedlichen Revolution beigetragen haben. Eine Revolution, die ermöglicht hat, was für uns heute selbstverständlich ist. Der eiserne Vorhang verschwand. Deutschland wurde wiedervereinigt. Und auch in anderen europäischen Staaten änderten sich die gesellschaftlichen Verhältnisse. Europa stellt sich heute völlig anders dar als vor 30 Jahren. Vor 4 Wochen, am 16. Oktober, hat der Landtag mit der Festveranstaltung in Wahren-Müritz an die erste größere Demonstration des Herbstes 1989 auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern sowie die darauffolgenden Demonstrationen in anderen Städten erinnert. Die Ereignisse im Herbst 1989 setzten Entwicklungen in Gang, in deren Folge das Inkrafttreten unserer Landesverfassung heute vor 25 Jahren überhaupt erst möglich wurden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Inkrafttreten der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern bildet den Schlusspunkt eines sehr besonderen demokratischen Prozesses. Ungeachtet der früheren Verfassungsleistung beginnt dieser Prozess mit der Gründung unseres Landes am 3. Oktober 1990, denn es bedurfte einer rechtlichen Grundordnung. Da die aufwendige Erarbeitung einer Landesverfassung nicht in wenigen Wochen bewerkstelligt waren, beschloss der Landtag, wie ich finde, sehr weise, am 26. Oktober 1990 in seiner ersten Sitzung ein vorläufiges Statut für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Als eine Art provisorische Verfassung enthielt es Bestimmungen über das Gesetzgebungsverfahren sowie das parlamentarische Regierungssystem und regelte rudimentär das Haushaltswesen. Im November 1990 beschloss der Landtag die Bildung einer Kommission zur Erarbeitung einer Landesverfassung. Diese Kommission konstituierte sich im Januar 1991. Eine Besonderheit dieses Gremiums war, dass sich diese im Interesse einer breiten Willensbildung auch aus Nichtparlamentariern zusammensetzte und sich damit von den reinen Parlamentskommissionen in den übrigen 9 Bundesländern unterschieden.
Die Kommission beriet in insgesamt 26 Sitzungen von November 1990 bis April 1993 und erarbeitete weitgehend einen eigenständigen Verfassungsentwurf, da die Verfassungsentwürfe des Regionalausschusses und der Arbeitsgruppe Vorläufige Verfassung aus der Wende- und Ländereinführungszeit sowie der vom Justizminister in Abstimmung mit dem Innenminister erarbeiteten Entwurf für eine Verfassung des Freistaats Mecklenburg-Vorpommern als externe Beratungsmaterialien von sehr geringem Einfluss waren. Ausgehend von der Beratung der Entwürfe der Professoren Stark und von Mutius, die ebenfalls der Verfassungskommission angehörten, und den Ergebnissen der öffentlichen Anhörung konnte zunächst in vielen Bereichen ein breiter Konsens erzielt werden. Dazu gehörte unter anderem der Landtag, die Landesregierung, Gesetzgebung und Verfassungsänderung, die Landes- und Selbstverwaltung und auch die Aufnahme plebiszitärer Elemente. Für die Lösung von bis dahin strittig gebliebenen Fragen wurde eine Unterkommission gebildet. Hierbei handelte es sich insbesondere um die Präambel, Grundrechte, Staatsziele und Landesspezifika. Die konsentierten und strittig gebliebenen Verfassungsinhalte wurden im März 92 synoptisch aufbereitet und zu einem Zwischenbericht zusammengestellt, der 78 Artikel umfasste. Nach der Plenardebatte über den Zwischenbericht im Mai 92 fand eine öffentliche Diskussion über den Verfassungsentwurf statt, die zu über 600 Zuschriften führte. Nach den Auswertungen nahm die Kommission von November 92 bis April 93 ihre Schlussberatung auf. Die Verfassungskommission verabschiedete den Entwurf einvernehmlich im April 1993 und legte diese dem Landtag im Rahmen eines Abschlussberichtes vor. In der namentlichen Schlussabstimmung wurde die Verfassung mehrheitlich mit 53 Ja bei 9 Nein-Stimmen ohne Enthaltung angenommen. Mit ihrer Verkündung im Mai 93 trat die Verfassung zunächst vorläufig in Kraft, denn der Verfassungsentwurf musste noch die Zustimmung des Volkes als Landessouverän im Rahmen eines Volksentscheids finden. Dieser fand am 12. Juni 94 mit einer Beteiligung von 65,5% statt. Mit der Beendigung der Wahlperiode des ersten Landtages, also am Tag des Zusammentritts des neuen Landtages vor genau 25 Jahren, trat die Landesverfassung endgültig in Kraft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass heute auch Gründungsmütter und Väter als damalige Mitglieder der Verfassungskommission anwesend sind und seitdem die Wirkung sowie Entfaltung der Verfassung miterleben können. Im Namen der Abgeordneten des Landtages Mecklenburg-Vorpommern möchte ich Ihnen für Ihre beeindruckende und insbesondere weitsichtige Arbeit danken. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir diese Anmerkung. Ich finde, und ich hoffe, ich darf auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag sprechen, Ihnen ist diese Verfassung gut gelungen. Und wie gut Ihnen diese Verfassung gelungen ist, lässt sich auch an der Anzahl von notwendigen nachträglichen Verfassungsänderungen abzeichnen. Gewiss gibt es regelmäßig aus verschiedenen Richtungen Vorhaben, einzelne Artikel zu ändern oder neu hinzuzufügen. Aber insgesamt ist die Anzahl der bisherigen Verfassungsänderungen sehr überschaubar. Die Landesverfassung ist bisher durch 5 Änderungsgesetze geändert worden. Gegenstände der Änderung waren unter anderem das, was die kommunale Ebene natürlich sehr freut, Konnexitätsprinzip, der Tierschutz, der Kinder- und Jugendschutz, der Schutz von alten Menschen und Menschen mit Behinderung, die Verlängerung der Wahlperiode, die Schuldenregel und der Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Besonders hervorheben möchte ich aber die 3. Verfassungsänderung mit dem Artikel, in dem der Artikel 19a eingefügt wurde. Sie ist aus der Volksinitiative für ein weltoffenes, friedliches und tolerantes Mecklenburg-Vorpommern hervorgegangen. Hier zeigt sich einmal mehr unser aktives Verfassungsleben, an dem unsere Bürgerinnen und Bürger mitwirken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können stolz sein auf unsere Verfassung. Sie vereint und definiert unsere Grundwerte, diese Werte Demokratie, Sozialstaat, Rechtsstaat,
einige mehr, sowie Staatsziele, sowie die europäische Integration, Arbeit, Wirtschaft und Soziales oder der Kinder- und Jugendschutz sind das Fundament, auf dem unser Staat, unsere Gesellschaft stehen. Sie sind nicht selbstverständlich. Wir sollten diesen 25. Geburtstag auch zum Anlass nehmen, aktiv für unsere Prinzipien einzustehen, besonders in der heutigen Zeit, in der die Zustimmung zu diesen Werten international leider abnimmt. Daher sollten wir an diesem besonderen heutigen Tag uns unsere Werte auch vor Augen führen, dafür einstehen und stolz darauf sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für mich ist es eine besondere und große Ehre, heute hier vor allen stehen zu dürfen und das über unsere Verfassung reden zu dürfen. Und ich möchte aus tiefster Überzeugung sagen, ich bin stolz auf diese Verfassung und ich verneige mich vor denjenigen, die diese Verfassung damals zum Leben erweckt haben. Vielen Dank dafür. Thank you.
So ist man den Atem der Musik noch einen Augenblick verklingen lassen. Denn diese Art der Einstimmigkeit, der Zwiesprache in der Musik und dann wieder doch der gemeinsame Chor des Quartettes zeigt uns, keiner kann es allein. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in diesem wunderbaren Parlamentsgebäude. Als ich das erste Mal eben hineinschaute, muss ich Ihnen sagen, wunderbar. Da ist eine Konzeption Wirklichkeit geworden, die diesem Bau vielleicht eine andere Funktion gegeben hat, auch diesem Saal. Meine Wunschvorstellung. Es ist die helle Farbe der Tische, ihre Arbeitsplätze, ihres Zuhörens, die Farbtönung und die Rundung. Ich finde das originell gelungen und in diesem herrlichen Schlossbau das Parlament unterzubringen, das war auch der Zukunftstraum vieler Menschen im 18. und 19. Jahrhundert schon vorher. Wir Frauen haben besonders lange kämpfen müssen, sind immer noch dabei. Und ich begrüße die Landtagspräsidentin, da werden Sie sagen, ja, aber wir haben immerhin eine Landtagspräsidentin. Ich weiß, was jetzt gleich nachkommt, wen Sie noch alles haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete und ehemalige Abgeordnete, denn diese Landesverfassung hat sehr viel zu tun mit dem, was in diesem Land Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet worden ist. Ich begrüße, ich sage fast ungern sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, ich sage liebe Ministerpräsidentin Schleswig, werte Ministerinnen und Minister, Sie haben ein Goldstück aus Berlin geholt und erstärken Sie dieses Goldstück Ihrer Ministerpräsidentin. Sie hat Mutiges dort gewagt und wagt es auch hier. Mögen Sie jeden Tag stärker genesen und diesem Land so dienen, wie Sie uns allen gedient haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich begrüße aber ebenso die ehemaligen Landtagspräsidenten, Herrn Prachtl und Herrn Küssner. Danke, denen verdanken wir ebenfalls sehr viel. Und sage schlicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, einschließlich der Besuchergruppen, Sie gehören hinzu und erst recht, wenn es um Gesundheit geht. Ich bin mal gespannt, wann der nächste Antrag kommt, was in den Grundrechten fehlt. Ich sage Ihnen aber, die Gesundheit ist bisher dort ganz stark verankert. Aber wir kommen gleich zu dem, was es zu fragen gibt. Wir haben eine gute Verfassung, sind wir auch in guter Verfassung? Das ist ja die Frage, die wir mal gleichzeitig stellen. Liebe Frau Hesse, liebe Landtagspräsidentin, Sie haben eben noch mal deutlich gemacht, wie war die Entwicklung in unserem Land? Was ist geschehen? Und da füge ich gleich hinzu, Sie haben die Besonderheiten der Mecklenburg-Vorpommerschen Landesverfassung herausgehoben. Ich möchte vor allen Dingen im ersten Teil sagen, es ist ganz wichtig, was der frühere Landtagspräsident Herr Prachtl einmal sehr in einem Satz ausgedrückt hat. Es kommt bei unserer Verfassung nicht auf das Eiltempo an, sondern auf die Qualität. Und insofern ist eigentlich hier, wenn ich das mit meiner Bewertung hinzufüge, etwas geschehen und durchgeführt worden, was wir uns so auf Bundesebene auch gewünscht hätten, aber auch aus berechtigten Gründen dann haben, ich sag mal, fallen lassen. Das ist einfach die Vereinigung, die Landes- und Bundesverfassung
schaffen wir die Einheit auf Grundlage des Artikels 246, das ist hier für die Landesverfassung geschehen, oder geschieht es auf der Beitrittsgrundlage des Artikels Grundgesetz 23, das ist für die wieder Zusammengehen von Ost und West, eines geteilten Landes zu einem geeinten Land erfolgt. Da hat es sehr viel Widersprüche und auch Widerstand gegeben, insbesondere von den Bürgerrechtlern und Rechtlerinnen, die jahrelang dafür gekämpft hatten, dass wir diesen Weg nach 23 gegangen sind. Ich selbst wäre mehr für den Weg 146 gewesen, aber ich möchte gleich zu begründen, dass das nicht verantwortungsloses Handeln betrifft, weil ich finde, jetzt in der Kritik am Grundgesetz sind wir ganz schnell bei den Verstößen, die wir alle begangen hätten, statt mal erst zu fragen, was haben wir Richtiges gemacht und wo waren wir auch gut in der Erwartung unserer Menschen. Und wir sind ja nicht nur in Deutschland vereinigt, sondern wir haben auch eine Verantwortung zunächst vor uns selbst und für uns selbst, aber die Verfassung ist auch ein Dokument, was Aussagen darüber macht, wofür stehen die Deutschen? Wofür stehen sie innerhalb ihres eigenen Staatsgebildes? Und da ist mir nach der Begrüßung nochmal besonders wichtig, wir sprechen vom Bund und Land, vergessen Sie nie die Kommunen. Von der Kommune geht die Demokratie aus. Und von dort müssen wir sie auch wiedergewinnen, was uns gegenwärtig, ich sage noch nicht verloren geht, aber nicht achtsam genug vertreten wird. Und ob wir zurückschauen in die Antike oder in die Moderne, es kommt darauf an, dass die Demokratie ihre Basis an dem Ort hat, den ich nenne das Lokale. Und das, wenn das Lokale fehlt, können Sie auch den Ausbau nicht schaffen, dieses Verfassungsdenkens, was Sie weltweit brauchen. Davon sind wir noch weit entfernt. Insofern, lasst uns beginnen, zunächst mal zu fragen, wie war denn der Ausgangspunkt nach dem Zweiten Weltkrieg? Gab es eine Hoffnung darauf, überhaupt in die Weltgemeinschaft wieder aufgenommen zu werden, nach dem, was Verheerendes passiert war? Und wenn ich sage, von Verheerendem, ging es nicht nur um den Bombenkrieg, sondern um die Verletzung, was eben Ihre Landtagspräsidentin zu Recht und würdig hervorgehoben hat, die Verstöße gegen den Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieses Würdeverständnis, meistens huschen wir als Wort darüber hinweg, statt zu fragen, was beinhaltet das? Was beinhaltet das in Bezug auf unsere Grundrechte, die in der Verfassung 48, 49, übrigens auch nur ein knappes Jahr, grundgelegt wurden? Denn sie waren die Antwort auf all die Verletzungen, die 33, 45 passiert waren. Und da Wertebildung, Wertegrundsätze erneut zu errichten, die uns davor schützen sollen und schützen können, in alte Untaten, in Unrecht zu verfallen. Also ich muss sagen, mein heutiges Engagement resultiert noch immer aus einem hohen Maße aus dem, was ich als Kind nicht verstanden habe. Warum dieser Bombenkrieg? Aber was später für mich als wichtigster Punkt war, dieses, was Hannah Arendt immer wieder betont, seid vorsichtig mit eurem Nie wieder. Wie schnell können wieder Entwicklungen eintreten,
in denen wir das vergessen, sogar verleugnen, was die Grundlage unserer menschlichen, zivilisatorischen und verfassungsgerechten Entwicklung ist. Ob es in Bezug auf Frankreich oder Polen betraf, aber es betraf weit mehr Länder. Es waren über 70 Länder in diese Auseinandersetzung verwickelt. Und zu viele haben ihr Leben verloren, sind entwürdigt worden, sei es aufgrund der Religion, der Weltanschauung, der rassischen Gesichtspunkte. Und da sage ich, seien wir wachsam und vor allen Dingen achtsam gegenüber dem anderen. Unsere Freiheit endet dort, wo sie die Freiheit des anderen verletzt. Und wenn wir einen dieser Werte herausnehmen, den ich gerade angesprochen habe, den Wert der Freiheit, dann muss ich Ihnen sagen, beginne ich mit einem Wort, das mein Vater immer an mich richtete: Bedenke, dass der andere auch Recht haben kann. Das fällt uns im Parlament sehr schwer. Und das habe ich gerade mir zu eigen gemacht, weil er es mir so oft gesagt hat: Denke dran. Das war etwas, was ich mit Ihnen, ich habe ja nie daran gedacht, oder es war auch nicht mein Lebensziel, ins Parlament zu kommen. Ich war ein politischer Mensch und hätte auch nie gehofft, dass ich mal an der Universität landen würde. Da sind die Frauen so lange rausgehalten worden, etwas weniger, aber auch nur eine Spur weniger als im Parlament. Das wurde uns alles nicht zugetraut. Aber daran habe ich immer gedacht, wenn die Opposition redete, das kann sehr und muss auch mitunter. Politik ohne Leidenschaft ist wirklich lahm. Und deswegen haben ja unsere großen Denker recht, wenn sie sagen, die Vernunft ist das Entscheidende. Einer dieser Erzengel war Hegel. Ich sage Ihnen aber, eine Vernunft, die kalt ist und die nicht menschlich ist, ist nicht hilfreich. Mit der kann man zwar gute Gebäude, Gerüste errichten, aber nicht menschliches und zivilisiertes Leben. Es gehören zueinander, wie uns längst die Hirnforschung und die weitergehenden Wissenschaften interdisziplinär beigebracht haben. In der Tat, der Geist, aber neben der Kognition, der Erkenntnis, denken Sie immer daran, es gehört dazu Emotionalität und Sozialität. Und wer diese beiden anderen Dimensionen verkümmern lässt, der findet sich bald wieder in einer Rebellion. Das erleben wir im Augenblick weltweit. Es gibt nicht nur die kognitive Intelligenz, sondern die soziale und emotionale. Das ist der Inbegriff unserer Kultur. Und Demokratie braucht zugleich eine demokratische Kultur. Und wenn wir von Werten sprechen, den Respekt voreinander. Insofern, wenn ich eben das leidenschaftliche Engagement für die Politik sogar noch mal herausgefordert habe, ich wünsche es mir, man kann nicht alles sagen, ach, das entwickelt sich schon und das Prinzip der Freiwilligkeit ist das Beste, was es überhaupt gibt. Verfassungen sind zugleich Anspruchsnormen und hinter diesen Anspruchsnormen steht immer die Frage Umsetzung. Denn
wie ich eben begonnen habe, haben wir eine gute Verfassung. Da muss ich sagen, das, was aufgeschrieben wurde, was als Anspruch an uns gestellt wurde, ist besser als das, was wir verwirklichen. Und diese Balance zwischen beiden, dem Anspruch und der Wirklichkeit, den haben wir uns ständig vor Augen zu führen, aber auch die Geltung dessen, was wir miteinander vereinbart haben. Die Verfassung ist Menschenwerk, aber auf die kommt es an. Und das, was wir verfassungsmäßig grundgelegt haben, auch in Ihrer Verfassungskommission mit Beteiligung dann des Parlaments, der Abstimmung, des Volksentscheids, ist das, was zusammengehört und Geltung hat, solange ich es nicht verändere. Ich kann nicht willkürlich damit umgehen, heute so und morgen anders, gerade wie es mir gefällt. Heute gewähre ich Asyl, morgen keins, sondern Regeln gehören dazu, wie sie auch im alltäglichen menschlichen Leben dazugehören. Zum Teil müssen wir das wieder lernen, dass nicht nur die Ellbogen eine Regel sind, sondern eine, die ihre Grenzen hat, wo wir sagen, stopp, bis hier und nicht weiter. Und diese Dinge, sind in der Verfassung grundgelegt. Eigentlich sagen wir immer, das ist alles so abstrakt, das lese ich nicht. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten noch etwas mehr Zeit gehabt bei der Wiedervereinigung, uns vor Ort mit dieser Verfassung gründlich auseinanderzusetzen, aus dem hohen Gedankengut den Alltag mit einzubeziehen und zu sagen, wie machen wir das denn vor Ort? Wenn es dazu nicht gekommen ist, dann möchte ich heute bei Ihrem 25-jährigen Jubiläum sagen, wir sind aber dabei, kräftig nachzuholen. Und das ist doch schon mal Ausdruck einer guten Verfassung. Sie ist nicht, auch das wurde eben schon gesagt, in Blei gegossen, sondern sie gibt uns die Möglichkeit, das, was zu ergänzen ist oder auch zu verändern ist, in die Verfassung einzubringen. Ob das Stichwort Umwelt heißt oder ob das, was eben am Artikel 27 betont wurde, ob es um die ausdrückliche Betonung von Gewaltfreiheit, von Recht und Anerkennung der Friedensfähigkeit unseres Volkes geht, alle, die unter dieser Verfassung versammelt worden sind. Und deswegen muss ich sagen, die Verteidigung hat von Anfang an dazugehört, war aber auch ein großer Streitpunkt im ersten Bundestag, ob das wieder zu einer Wehrmacht führen sollte. Und die Erwartungen der Amerikaner heute oder eines Teils der Amerikaner, sind andere als unsere. Und ich möchte Ihnen sagen, vergessen Sie nicht, Ihren Kindern und Kindeskindern zu sagen, der Krieg, die Anwendung von Gewalt ist das allerletzte Mittel, wenn alle anderen versagt haben und nicht das erste Mittel. Und da sage ich, ob für Ost oder West, für unser Deutschland, wir sind gut damit gefahren, eine Kunst der Diplomatie, des ständigen Verhandelns und Aushandelns aus ohne Gewalt in Konflikten wirksam werden zu lassen. Sonst hätten wir diese Friedenszeit gar nicht erlebt. Und mag uns das Glück verheißen sein, diesen Frieden zu stärken und zu erhalten, insbesondere dort zu erreichen, wo er ein unsägliches Leid über die Menschen gebracht hat. Ich brauche nur Afghanistan zu nennen, da haben sich zunächst die Russen versucht, gescheitert. Dann haben sich die Amerikaner versucht, gescheitert.
Wir meinen immer, wenn für einen Augenblick Waffenruhe in einer kleinen Region eingetreten ist, sei das schon erreicht, wie wir es jetzt auch in Syrien erleben. Unser Beitrag muss sein, was können wir zur Erhöhung der Friedensfähigkeit, zur Aushandlung ohne Gewalt beitragen. Das ist das, was wir gelernt haben nach zwei Weltkriegen. Der nächste Punkt, es ist für mich nach wie vor ganz entscheidend, dass der Artikel 1 diese Umkehr der Deutschen von der damaligen Gewalt gegen Menschen, Vernichtung, auch Polen war an sich im Hitlerpakt festgelegt, es bleibt nur die, allenfalls die Arbeiterklasse übrig, sei es in Landwirtschaft oder Industrie, alles andere muss verschwinden. Das nenne ich Völkerkrieg, Menschenmord. Dahin wollen wir nie wieder zurückkehren. Und wenn wir auf der schiefen Bahn sind, vertraue ich auf unsere Demokraten, dass sie bis zum letzten Augenblick zeigt, das wollen wir nicht. Das Verächtlichmachen von Menschen ist immer ganz schnell erreicht. Wir erleben es weltweit. Sie werden nicht mal als Menschen gesehen, sondern mit Worten belegt, die mir nicht in den Mund wollen und ich will sie auch nicht verbreiten, weil wir dann selbst auf die schiefe Bahn kommen. Was ist passiert in diesem ersten provisorischen Grundgesetz, deswegen ja auch nicht Verfassung genannt, weil wir geteilt waren und doch, das muss ich auch sagen, gerade auch ein Schumacher auf keinen Fall diese Verfassungstätigkeit wollte, weil er meinte, das verhindert unsere Einheit. Sie haben sich dann doch an die Arbeit gemacht, aber als Provisorium. Und in diesem Provisorium finden Sie die Grundrechte, für die wir einstehen müssen, die wir aber auch nicht missbrauchen dürfen. Freiheit ist schnell Beliebigkeit, wenn sie jeder auf seine Weise auslegt. Und deswegen denken Sie immer daran, wozu haben wir uns selbst verpflichtet, indem wir dieser Verfassung unser Ja gegeben haben, sei es im Sinne der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, aber auch des Respektes vor dem anderen. Ich werde oft kritisch befragt, warum wir denn so freiheitlich gewesen wären. Es wäre viel besser gewesen, wir hätten weit mehr über die Pflichten geschrieben. Diese Verfassungskommission hat damals geantwortet, es geht doch zunächst mal darum, wieder die Rechte ins Bewusstsein zu bringen. Und zwar nicht nur als Beteiligungsrechte, wie wir sie auch in der DDR-Verfassung hatten, sondern als Abwehrrechte auch gegen den Staat durch eine Festlegung auf das Recht und die Rechtsprechung, unterschätzen Sie nicht die Bedeutung einer Verfassung und des Gremiums der Verfassungspräsidenten, der Verfassungsrichter. Das bedarf des Argumentativen und des Begründeten. Und wir sagen ja, das kann jeder auslegen, wie er will. Nein, das ist eben nicht der Fall. Das kann nicht jeder auslegen, wie er will. Dann richten Sie auf Dauer ein Chaos an. Deswegen ist dieses Verfassungsdenken, könnte ich auch Rousseau anführen, ein Denken, worauf legen wir uns gemeinsam verbindlich fest. Und wenn wir meinen,
Wir ergänzen diese Verfassung. Das haben wir bis 89 sicherlich 65 Mal getan. Inzwischen sind es über 80 Änderungen. Dann muss das sehr wohl überlegt sein und mit der Verfassung in Einklang gebracht werden. Und gerade die Artikel 1 bis 19, in dem es um die Grundrechte geht, gibt uns nicht die Freiheit, mal eben daran herumzubasteln und ein bisschen mehr oder weniger zu tun, wie wir es auch beim Artikel 16 probiert haben. Das war gerade noch ein Grenzwert. Stimmt die heutige Regelung mit dem Verfassungsdenken überein? Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, ist das immer wieder neu zu bedenken. Was sind die Grundsätze, die in diesen Grundrechten festgelegt sind? Wenn Sie sich mal anschauen, wie ist die Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt, dann finden Sie erstmal das, was Sie wirklich aus eigener Kraft noch mal verstärkt haben. Ob es Religion, ob es Kirchen sind, ob es der Grundcharakter ist, da ist eine Eigenständigkeit, jetzt nenne ich beide in einem Atemzug, Bildung und Wissenschaft. Da würden Sie sagen, ja, aber mit 16 Zuständigkeiten in den Landesverfassungen, insbesondere für Bildung, wo ist denn die Einheitlichkeit? Aber ich möchte Ihnen sagen, auch das, was Sie in Ihren Schlussbestimmungen gesagt haben, das ist mehr als Schlussbestimmung, haben Sie festgelegt, dass das Grundrecht auf Bildung für alle und das heißt für jeden gilt und nicht mal weniger, mal mehr. Ich nehme als Gegenbeispiel eine maßgebliche Frau, Frau Lukacs, hatte 4 Grundschuljahre, das war geldfrei. Und dann brauchte man Geld, wenn man weitergebildet wurde. Und der Bildungshunger, gerade auch der Arbeiterschaft, war so groß, ich erinnere an die Reklamheftchen, diese 4 Schuljahre dann in 6, in 8, in 10 auszubauen. Und wir müssen uns heute fragen, geht es nur um Wissen oder geht es um Bildung? Und insofern gehört in diese Grundrechte Haltung. Welche Haltung brauchen wir, damit wir von einem Menschen sagen, er ist gebildet, er ist zivilisiert? Das ist eine andere Frage, ob wir abfragen, wie viel Wissen hat er. Das kann man vielleicht sogar durch entsprechende Trainings schnell schaffen. Offenbar haben wir weit mehr Schwierigkeiten, ihn zu einem, früher hätte man gesagt, sittsamen, an Regel gebundenen, für den anderen Menschen Verständnis haben. Solidarisch ist das Wort, ist völlig abgegriffen, aber um das geht es bei Haltung. Und ich bin stolz auf all diejenigen, die diese Haltung wieder betonen und zu sagen, du kannst kein Rowdy sein, möchtest du für zwar gerne, aber es gibt Regeln. In der Küche, im Privaten wie im Öffentlichen. Und diese Regeln, das ist auch heute Morgen mein Anliegen, gilt es mit entsprechend guter Begründung jedem Menschen nahezubringen. Und das gilt auch im interkulturellen Austausch. Einerseits Respekt vor der Kultur des anderen, aber zu fragen, was ist darin menschlich und unmenschlich? Also was im Augenblick im Iran geschieht, ist bei hoher Kultur des Landes unmenschlich in der Verfolgung der Machtsphären dieser Politik. Und da sind übrigens gerade auch Frauen, auch bei dem hohen Anteil der Todesurteile, ganz besonders betroffen. Achten wir darauf, dass wir nicht alles zulassen, was nach Demokratie scheint. Ein Parlament ist als solches noch kein Ausweis, dass man sich auch wirklich parlamentarisch verhält. Und das heißt, zur Kultur gehört,
dass Sie den Ausweis geben, ja, wir argumentieren scharf, aber mit Respekt. Denn das, was bereits die Paulskirche in Weimar an Regeln hatte für parlamentarisches Verhalten, wenn wir das nicht praktizieren im Parlament, geben wir allen Anlass, dass die anderen sich auch das Recht rausnehmen. Das ist eine Verbindlichkeit, die parlamentarisch vorgelebt werden muss. Was uns 49 gelungen ist, von denen, die den Krieg durchgemacht hatten, die schon während des Krieges diese neue Verfassung aus der Taufe gehoben hatten, hat viel aufgenommen, von dem wir bis heute leben. Aber wir waren geteilt. Und ich möchte hier an dieser Stelle, Sie haben eben Waren erwähnt, sagen, was die Bürgerrechtler zunächst vielleicht mit geringerem Mut, mit größerer Angst vor Verfolgung durchgesetzt haben. Das muss uns Beispiel bleiben, deswegen auch die Erinnerung, die ist nach 30 Jahren, möchte ich Ihnen sagen, besser als zu dem Zeitpunkt, wo wir so im Rausch verfallen waren, dass wir nicht mehr genügend reflektiert haben, was hat sich da eigentlich ereignet. Ich war selbst dabei. Es gab keine Fremdheit. Wir lagen uns in den Armen, als die Mauer geöffnet wurde und noch darüber debattiert wurde, ist das denn wirklich so gemeint gewesen oder wird sie morgen wieder geschlossen? Die Völkerwanderung, die in diesen Nächten stattgefunden hat, an Tagen weiterging, war doch ein Moment, wo wir dachten, bleibt es? Und ich weiß, wie viele Ängste auch in der DDR waren. Kommen die Panzer jetzt aus ihren Gehäusen? Werden wir niedergewalzt? Aber der Mut hatte sich, wie bei dem 16. Oktober, den Sie in Waren erlebt haben, gesteigert. Es waren ja schon eine Woche später 320.000. Das heißt, wir nehmen, wenn wir selbst Mut haben, heute das zu verteidigen, womit wir leben, etwas auf von dem Mut, der in der Demokratie mit seinen Regeln ein kleines ist, verglichen mit dem, was in der DDR, was in Polen, was in den Visegrad-Staaten, in vielen Teilen Europas und außerhalb Europas geleistet wurde. Es geht mir immer darum, wenn wir an uns denken, dass wir dieses, was auch schon im Grundgesetz 49 verankert war, nicht europäisch verweigern, sondern wir sind nur so stark, wie wir uns zusammentun und so viel an gemeinschaftlichen Wertbindungen entwickeln, die wir dann auch verteidigen. Und wir haben immer Angst, uns wird die Souveränität genommen. Uns wird sie genommen, wenn immer mehr Menschen in mehr Staaten rebellieren gegen die Demokratie. Also gilt es doch, auch eben schon gesagt, dass wir nicht nur die wirtschaftlichen, sondern die wirtschaftlichen mit den sozialen und kulturellen und ich sage, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen verbinden. Nicht Heier und Feier geht damit nicht. Und ganz gleich, welche Weltanschauung es ist, ich sage hier noch einmal, der Mensch macht sich ja selbst gern zum Gott und inzwischen haben wir auch Buchtitel, der Mensch als der göttliche Verfasser. Ich bin da vorsichtiger. Ich würde sagen, man hat sich schnell erhoben, um zu erleben, wie es zerbricht. Aber in jedem Fall waren es damals Kräfte aus dem religiösen Raum, die gefragt haben,
Sag jetzt nur mal im humanitären Sinne, was ist eigentlich der Sinn unserer menschlichen Existenz? Wofür leben wir? Was macht uns stark? Was macht uns schwach? Und deswegen gehört zu dieser Rede über unsere Verfassung noch einmal der Satz, ich höre so oft, da kann man nichts machen. Den möchte ich den Menschen wirklich austreiben. Weil die Veränderungsfähigkeit, das Schöpferische in den Menschen, gerade zum Guten hin, die stärkste Macht ist, die wir uns in uns vereinnehmen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, wir können verändern, wenn wir wollen, aber oft wollen wir nicht. Und Haaren hängen fest am Bestehenden. Der Mensch ist in einer gewissen Weise schöpferisch. Wer immer es in uns auch hineingelegt hat und kann zugleich sehr destruktiv sein. Das zertreten, was er aufgebaut hat. Aber schauen Sie auf all das, was verändert worden ist. Dank von Verfassung, von Regelung, von der Tatkraft der Menschen. So wie ich auch hier betonen muss, wenn heute gesagt wird, meistens auch unser Bundespräsident sagt es am Beispiel, wir haben starke Frauen in der DDR gehabt. Ja, erst haben wir mal gemeint, wir schenken den Frauen an Freiheiten und Möglichkeiten, die sie längst sich selbst erkämpft hatten. Ich möchte es Ihnen sagen am Beispiel, wir haben immer gesagt, ihr werdet nicht mehr gezwungen, erwerbstätig zu sein. Die Frauen in der DDR haben eine Menge an Chancen neu genutzt, gerade weil sie erwerbstätig sein mussten. Sie sind auch heute Antreiber für Veränderungen und wir verharren nicht im Alten. Das sehen Sie auch an den Gesetzesveränderungen, die Sie von Brandenburg über Thüringen, über Sachsen-Anhalt, so weit sind wir noch gar nicht in der alten Bundesrepublik. Und dass Sie immer wieder Möglichkeiten gefunden haben, das gilt zu der Menschheitsgeschichte, aus einem Desaster wieder ein menschenwürdiges Leben herbeizuführen. Ich vergesse nicht die Aussagen eines amerikanischen Botschafters 1947, als er in deutsche Keller schaute und dort die gezimmerten Tische sah und auf den Tischen kleine Blümchen. Und seine Antwort war, wer im Keller bereits die Blumen hineinholt, der wird sie auch nach draußen holen. Wir werden uns noch wundern. Einfach zu erinnern, welche Tatkraft auch bei den Frauen bestand, die ihre Männer noch immer in Kriegsgefangenschaft hatten und die sie erstmal wieder aufrichten mussten bei all dem, was sie erlebt und durchlitten hatten. Glaubt an die Stärke von uns Menschen, insbesondere im konstruktiven, positiven Sinne. Wir können verändern. Ob es im Bereich der Bildung, der Wirtschaft ist, der Gestaltung. Überlegen Sie mal, ich hatte die Gelegenheit anzuschauen, wie dieser Saal aussah und wie er jetzt aussieht. Da muss ich doch sagen, das ist ein schöpferischer Akt. Ich glaube, das ist einzigartig, was wir hier erleben. Ich kenne kein Landesparlament, die sind verschieden, aber dieses ist schon, wie man so nennt, ein einzigartiges. Seien Sie stolz darauf, dass Sie das geschafft haben und bringen Sie weiteres hervor, denn ich habe selbst gelernt, als wir Benachteiligte in Bildungseinrichtungen holten, da wurde immer gesagt, nein, ihr holt die in zu gute Bildungseinrichtungen, da kommen sie nicht hin. Zur Menschenwürde gehört, ob lebend oder in den letzten Lebenstagen, dass wir das Beste für sie tun, was ihnen gebührt. Und nicht sagen, Schulen müssen nicht gut sein und schon gar nicht für die,
die von außen kommen. Denkt daran, welche Konsequenzen mit der Menschenwürde verbunden sind und dass sich Menschen anders verhalten, ob sie in einem menschengemäßen, würdigen Raum oder in eine Unterkunft kommen. Das sind die Dinge, wo es praktisch wird. Ich habe eben über die Bürgerrechte gesprochen. Warum haben wir die so schnell vergessen? Das ist Ihre Klage. Aber ich muss sagen, in den Würdigungen jetzt, 30 Jahre später, haben wir ein ganz anderes Verständnis inzwischen aufgebaut. Eine Achtung, die nicht vergessen bedeutet, sondern eine andere Art der Erinnerung. Ich betone hier noch einmal, ja, der Bundeskanzler hat zugegriffen, hat nicht lange gewartet. Aber ohne die Vorarbeiten in der DDR hätten wir es nicht bewerkstelligen können. Denn es wurde bei Deutschland damit gerechnet, das wäre das letzte Land. Die Tschechei oder damalige Tschechoslowakei, Polen, sie alle wurden gesehen als Menschen, als Staaten, die was verändern. Und wir würden fortführen mit der DDR-Diktatur. Ich muss Ihnen sagen, dass das in Deutschland gelungen ist, die erste friedliche Revolution ohne Gewalt, das ist etwas, was wirklich in die Geschichtsbücher und als Weitergabe an die nächste Generation geht. Das ist, was man schnell vergisst, scheint nichts wert zu sein. Und inzwischen haben wir gelernt, diese Werte wieder hochzuholen und zu sagen, was sie bewirken. Zusammengehörigkeit entwickelt man am besten über Zusammenarbeit. Und wir sind immer schnell geneigt, wenn wir eine Taube haben, halten wir das schon für ein Taubenmeer. Wenn wir einige wenige Frauen haben, einige wenige Migranten, okay. Aber sobald das eine breitere Entwicklung wird, sagen wir Schluss. Ich halte es für notwendig, immer wieder zu fragen, was können Menschen in einer bestimmten Zeit schaffen? Wo überfordern wir sie? Das sind legitime Fragen. Aber wir sind sehr geneigt, schon von der Überforderung zu sprechen, wenn wir noch nicht mal Grenzwerte erfahren haben, sodass Vorsicht geboten ist, gleich von Überforderung zu sprechen. Die liegt im Vorderen Orient an, die liegt in einer Reihe von kinderreichen, geburtenstarken Jahrgängen an. Ich weiß nicht, wie lange dieser Planet noch fertig wird mit inzwischen 7,8 Milliarden Menschen. Was müssen wir bei uns umstellen? Was müssen wir bei allen umstellen, damit dieser Lebensplanet ein lebbarer bleibt? Umwelt ist in der Tat nicht ein übertriebener Punkt, sondern ein zu Recht notwendiger Punkt, den wir jetzt und nicht später verhandeln können. Und gefordert sind wir als mit beiden Geschlechtern. Also ich finde es lächerlich, dass wir immer neu begründen müssen, warum die Frauen dazugehören. Vielleicht begründen wir irgendwann auch, warum die Männer dazugehören. Lasst uns auch mit Wichtigerem beschäftigen und eine gleiche Beteiligung anstreben, und zwar möglichst bald. Wir brauchen einander und nur gemeinsam werden wir die Veränderungen bei uns und in der Welt herbeiführen, die wir dringend brauchen, wenn wir uns selbst erhalten wollen. Ein letzter Gedanke, der sich anschließt an den: Wir sind nicht ohnmächtig.
fordern Sie Menschen auf, mitzumachen. Haben Sie keine Angst davor, dass Bürger und Bürgerinnen in Ihre Abgeordnetenwelt eingreifen. Die Sorge ist immer groß. Was machen wir denn, wenn die so aktiv sind? Und stellen Sie sich vor, Sie müssten ja erstmal die Aktivität erhöhen. Sie erhöht sich gerade wieder. Das Interesse an den politischen Fragen wächst wieder. Wir waren sehr indifferent, vielleicht auch zu verwöhnt. Und dabei auch vergessend, wer nicht zu den Verwöhnten gehört. Es ändert sich wieder. Haben Sie viele Ideen, wie man Menschen beteiligen kann? In den kleinen Ortschaften passiert das übrigens besser als in den großen. Wir meinen immer, die Städte ist der Hauptwirkungsbereich für positive Veränderungen. Schauen Sie sich den ländlichen Raum an, was da in der Not an neuen Gedanken aufkommt, was man machen könnte bei abwandernder Bevölkerung, was man in die Schweineställe von damals heute als Dienstleistungen einbringen kann und als kulturelle Tätigkeit. Ich denke in Brandenburg daran, wie aus dem ersten größeren Schweinestall eine kleine Oper entstand. Wie heute Ältere und Jüngere, ich war unlängst in einem Ort, über 80-Jährige zu viel, und die sagten, wenn wir so weitermachen, können wir hier aufs Sterben warten. Und einer hatte die Idee, wir machen hier einen Luftkurort. Erste Reaktion, du Spinner. Das ist heute ein Luftkurort. Gehen wir nicht daran mit der Haltung, da kann man nichts machen. Das machen die da oben. Die da oben haben oftmals mehr Angst, und wir als Abgeordnete, vor uns, als wir vor denen. Und deswegen auch das Umgekehrte gilt. Machen wir uns gemeinsam auf, diesen 25. Jahrestag Ihrer Landesverfassung, wo ich nur ein paar wichtige Gedanken herausgenommen habe, braucht man einen ganzen Tag für und mehr, sodass ich uns ermutigen möchte, wir können und wir wollen und wir sehen auch unsere Grenzen, wenn das einer allein tun soll. Keiner kann es allein schaffen. Wir haben inzwischen Netzwerke, die wirklich wirksam werden. Menschen, die sich zusammentun. Das erinnert mich auch an neue Phasen in unserer Geschichte nach 45. Ich denke, hier ist bereits Hervorragendes geleistet worden. Da ist noch viel Arbeit, aber es hängt davon ab, aus welchem Geist wir es tun. Ob wir nur das Schwarze täglich sehen, die Miesepetrigkeit. Ich bin oft gescheitert, aber ich habe bisher immer noch das Glück gehabt, dass ich geantwortet habe, das wollen wir doch mal sehen. Denn natürlich gilt Frauen, und ich war klein, auch keine machtergreifende Statue, und habe aber gedacht, hartnäckig sein. Heute gescheitert, wenn es geht, morgen wieder aufstehen. Manchmal braucht man etwas länger. Aber aufstehen ist das Wichtigste, weitermachen, besser machen, um es mit Samuel Beckett zu sagen. Scheitern tun wir alle. Aber wichtig ist, dass wir aus dem Scheitern wieder herauskommen und den nächsten neuen Gedanken stiften. Das wünsche ich diesem Parlament. Ich danke Ihnen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, ich darf im Namen von uns allen sprechen. Vielen herzlichen Dank an Frau Professor Süssmuth. Eine beeindruckende Rede von einer beeindruckenden Frau. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind jetzt fast am Ende unserer kleinen Feststunde. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich auch bei den Musikern bedanken, und zwar bei dem Schweriner Ensemble Demmler Quartett um Dietrich Hempel. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbare musikalische Umrahmung. Sehr geehrte Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer heutigen Feststunde. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich zum einen bei Frau Professor Süssmuth bedanken, bei den Musikern, aber auch, und gestatten Sie mir, dass ich das deutlich sage, auch bei der Landtagsverwaltung, die einmal wieder mehr unter Beweis gestellt haben, wie gut sie darin sind, solche Festveranstaltungen zu organisieren. Vielen herzlichen Dank. Applaus
Ich darf jetzt die Gäste noch einladen, in die Lobby zu gehen. Dort wird noch eine Kleinigkeit bereitgestellt werden. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere noch etwas verweilt. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei Frau Professor Süßmuth bedanken, die uns jetzt leider verlassen muss, weil sie noch weitere Termine hat. Aber vielen herzlichen Dank noch einmal, dass Sie heute hier waren. Das war sehr bewegend und sehr beeindruckend für uns. Vielen herzlichen Dank. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die Einladung für die Lobby gilt nicht für die Landtagsabgeordneten. Es tut mir sehr leid, aber wir müssen noch unsere Sitzung fortsetzen. Ich muss aber darum bitten, dass wir eine Viertelstunde später beginnen, also um 11.15 Uhr, weil wir noch etwas umbauen müssen. Ich würde mich daher freuen, wenn dann alle wieder um 11.15 Uhr hier an den Plätzen sind und wir fahren dann fort mit unserer Landtagssitzung. Vielen herzlichen Dank.